Und hi, yo, meine Hübschen, herzlich willkommen hier zu einem neuen Let's Play, und zwar Until Dawn für die PS4. Ich weiß, ist nicht mehr ganz frisch, nicht mehr ganz neu, ist von 2015, glaube ich. Nichtsdestotrotz, Dead by Daylight kam bei euch super an. Ihr habt gesagt, okay, Horror ist was Gutes, ne, kann man sich mal geben. Und da Dead by Daylight gerade nicht kommt, beziehungsweise gerade pausiert wurde von uns, habe ich gedacht, komm, wir schmeißen mal so ein schönes, ja, PlayStation 4 Spiel rein. Until Dawn, gerade auch übrigens im Angebot im PSN Store für 20-21 €. Und das soll schöner Horror sein, schöne Jumpscares und ja, ich traue mich gar nicht, das Ganze im Dunkeln aufzunehmen, deshalb jetzt erstmal hier bei Tageslicht. Dann springen wir direkt mal rein. Der Schmetterlingseffekt. Der Flügelschlag eines winzigen Schmetterlings heute kann in einigen Wochen zu einem verheerenden Hurricane führen. Ah, ich glaube eher weniger, Die kleinste Entscheidung kann die Zukunft dramatisch verändern. Deine Handlungen formen den Verlauf der Geschichte. Also es gibt hier mehrere Enden, soweit ich weiß. Dementsprechend gucken wir mal, welches wir kriegen, wie hoch der Wiederspielwert ist. Ob es da, oder? Weil ich bin ja eigentlich mal jemand, ich spiele ein Spiel einmal durch und habe da meist keinen Bock mehr drauf. Aber es ist natürlich immer so spielentscheidend. Deine Geschichte ist eine von vielen Möglichkeiten. Wähle deine Handlung mit Bedacht. Das werden wir natürlich auch tun. Hoffe ich. Eine schöne verschneite Gegend. Eine schöne Villa, so wie es aussieht. Da würde ich gerne mal meinen Urlaub verbringen. Aber eher im Sommer. Nicht unbedingt in der kalten Jahreszeit hier, wie man sie gerade sieht. Ich hoffe, dass von der Lautstärke so angenehm ist. Oh, hier sehen wir schon den Killer. Vermute ich mal. Ne? Kann natürlich auch Tante Emma sein, die einfach nur ihr Küchenmesser mitgebracht hat. Oh mein Gott, echt unfassbar, dass du das wirklich getan hast. Oh, findet ihr das nicht ein kleines bisschen krass? Ah, komm schon, sie hat es verdient. Was kann sie denn dafür, dass sie in Mike verkleidet? Dana hat versucht, ihn anzumachen. Ich bin voll auf der Seite. Das soll typischer Teenie-Horror sein, kann ich euch schon mal sagen. Weil er Jahrgangssprecher ist, hat nicht gleich jeder Besitzansprüche auf ihn. Mike gehört nur mir. Hey, na, aber sicher doch, Darling. Grafisch sieht schon mal echt gut aus, muss man sagen. Wenn es auch ein bisschen düster ist. Hannah! So, als wäre sie erstmal da im hinterm Schrank kacken oder so. Mike? Hier ist Hannah. Hey, Hannah. Boah. Das ist ja fies. Okay, Tante Emma ist es schon mal nicht. Hey, hast du das gesehen? Dad hat gesagt, nur wir wären jetzt hier. Josh. Okay, wir können was tun. Wir können uns bewegen das erste Mal. Wir spielen hier die gute, ich weiß nicht, wie sie heißt. Ich gehe mal ganz kurz. Okay, menütechnisch gibt es da nicht viel. Sie hat einen schönen Baumwollpullover, würde ich fast sagen. Oder Fließpullover, man kann es nicht genau erkennen. Aber eine schöne Hose hat sie an, ne? Das muss man ganz klar sagen. Also, sehr weiblich. Also, ich gucke mich hier erstmal um, bevor ich den Typen da hinten anquatsche. Der schläft hoffentlich nur. Ich hoffe nicht, dass er schon das erste Opfer geworden ist hier innerhalb von 2 Minuten. Deswegen laufe ich jetzt hier erstmal rum, gucke mir alles genau an. Kameradreh können wir soweit nicht. Halte R2 gedrückt, um Notiz zu nehmen. Machen wir mal. Dann können wir hier... Achso. Hannah, you look so damn hot in that shirt. Achso, da rechts gibt es auch eine deutsche Übersetzung. Du siehst in dem Shirt so heiß aus, aber ich wette, ohne bist du noch heißer. Komm um 2 Uhr ins Gästezimmer, Mike. Oh mein Gott. Was hat unsere naive Schwester jetzt wieder vor? Oh, Zeit zum Eingreifen. Okay, ihn kann ich nicht ansprechen. Ja, geh mal hier weiter. Guck dir mal die Ecke an. Irgendwas Schönes da. Nein, sieht nicht so aus. Kann die auch rennen? Guck mal ganz kurz. Oh.
Ach, das Beth. Eigenschaften ist ehrlich, hilfsbereit, witzig, tapfer, romantisch, neugierig. Beziehungsweise so alles halb-halb, ne? Je nach Situation, denke ich mal. Beziehungsstatus zu den einzelnen Leuten steht hier noch. Zu Hannah sind Best Friends, so wie es aussieht. Am wenigsten mag sie Ashley und Emily. George, ja, scheint wohl so ein bisschen ihr Schwarm zu sein. Ich klicke mal ganz kurz alle Tasten durch, aber die restlichen haben anscheinend keine Funktion. Was ist denn da oben am Kamin? Schweinemaske oder was? Ah, okay, okay. Gehen wir mal hier rechts um die Ecke. Kann ich da hin? Ah, guck mal, kann ich sogar hin. Also man kann tatsächlich hier alles erkunden. Das ist schon mal sehr nice. Also auf dem Tisch liegt nichts, außer ein Kerzenständer. Gehen wir mal weiter. Kann ich denn an die Seite ran? Ist ein Doppelkamin, so wie es aussieht, ne? Also so von der einen Seite und von der anderen Seite. Kenne ich auch noch nicht sowas. Ist mir neu. Aber finde ich geil. Also so ein Kamin mitten im Wohnzimmer, weißt du, von beiden Seiten ist schon sehr, sehr stylisch. Hat was. So, okay, warte mal, quatschen. Wir versuchen den mal da hinten anzuquatschen. Tutorial. Benutze den rechten Stick zum Umsehen. Schimmernde Objekte können untersucht werden. Aber hier schimmert. Doch, da schimmert was. Eine Flasche. Was haben wir denn hier für eine Flasche? Ein Jeremiah Crack. Ich denke mal ein Whisky oder sowas. Shit, Josh. Ach, wieder einmal hast du uns alle übertroffen. Ich finde den Sound ein bisschen stumm. Habt ihr eine Nachricht bekommen? Schön, dass du hier bist. Oh, Alter, schmalzi, ey. Nur echt mit 32,10. Vielleicht sollten wir einfach ein bisschen, du weißt schon, rumknutschen und sehen, was daraus wird. Oh, ja, ja. Tu das nicht! Die verarschen dich, da sind noch andere. Sie zieht sich das Shirt aus. Was? Oh, oh mein Gott. Ist das gemein. Nein. Ist das gemein, ey. Ohne was Witz. Was seid ihr denn hier? Hannah. Tut mir leid, Hannah. Das ging wohl zu weit, aber... Nur ein dummer Streich. Mann. Ihr seid echt arschig. Wisst ihr das? Man sollte meinen, sie wären erwachsen, aber irgendwie... Naja. Nutzt den rechten Stick zum Auswählen. Was soll ich denn auswählen? Josh wecken oder andere suchen? Ich wecke erstmal Josh. Rechts. Echt verdammt, rechts. Achso, ich muss gedrückt halten. Muss mir auch mal jemand sagen. Josh! Josh! Fuck! Schon tot oder was? Ist schon tot gesoffen. Leute, da draußen ist jemand. Was zum... Warum rennen die alle raus? Ach, Stromausfall oder was? Ach nee, Hannah ist verschont. Was ist hier los? Wo will meine Schwester hin? Alles gut. Sie versteht nur keinen Spaß. Es war nur ein Spaß, Ham. Was habt ihr getan? Wir haben bloß rumgealbert. Es war nur ein Scherz. Ihr Idioten! Hannah! Hannah! Sollen wir ihr jetzt nachlaufen? Weißt du, ich glaube, du bist der letzte Mensch, den sie jetzt sehen will, Mike. Tutorial, drücke den die richtige Aktionstaste, bevor die Zeit abläuft. Viereck. Ein paar Quicktime-Events. Ist immer passend. Schnell, sicher. Wir machen sicher. Sicher ist sicher. Ne, man weiß ja nie. Gerade bei so Mädels muss man aufpassen, die stolpern meist über irgendwelche Baumwurzeln, brechen sich den Knöchel. Ja, und dann sind sie schon so gut wie steif gefroren und tot. Links, rechts, links. Fußspuren folgen. Natürlich folgen wir dem Geräusch. Was sonst, ne? Was sonst? Nein, die Fußspuren natürlich. Oh! Ein Hirsch. Zwei Hirsch. Ich hoffe, dass es nicht zu laut ist. Vermutlich ein bisschen, ne? Ich zieh's mal ein bisschen runter. Verdammt, Hannah! Wo steckst du? Wie doof kann man sein, ey? Die wird doch wohl alleine wiederkommen. Wenn jemand meint, nachts im Wirbelsturm, im Schneesturm irgendwo rauszugehen, dann ist das doch nicht mein Problem, ey. Nutz das Touchpad wie dargestellt.
Ach so, sie leuchtet sich den Weg. Okay. Hannah! Jetzt können wir uns hier ein bisschen umgucken. Status-Update gab es. Du kannst hier nicht strahlen mit dem rechten Stick führen. Ach, guck mal. Okay. Alles klar. Ich gehe mit meiner Laterne und meine Laterne mit mir. Da oben leuchtet meine Lampe. Da unten leuchtet mein Bier. Ach du Scheiße, da war irgendein Schrei. Ich hab's auch nochmal unterbrochen, ganz schnell. Das war nicht geplant. Ach, oh, da bin ich auch ein bisschen erschrocken jetzt. Halte L1 gedrückt, um schneller dazu gehen. Okay, sie kann doch rennen. L1. Das ist jetzt schneller gehen? Das ist normal gehen? Das ist schneller gehen? Dein Ernst? Die betont öfters mehr, etwas mehr die Hüfte. Das war's aber auch schon. Was ist das denn? What the fuck? Ein Todestotem. Aber mit R1 konnte ich irgendwas machen. Von Beth auf dem Berg gefunden. Okay. Brauchen wir nicht nochmal wiederholen. Schmetterlingseffekt, der Unbekannte. Okay, das ist das Menü, was das jetzt genau bedeutet. Geht dich nichts an. Ratten mit buschigem Schwanz. Ein Vorbild an Diskretion. Auf welcher Seite du stehst und so weiter und so fort. Können wir noch nicht anklicken. Also haben wir wahrscheinlich noch keinen gefunden, vermute ich mal. Lassen wir mal liegen. Wir gehen mal weiter. Also Hannah, so wie es aussieht, entweder kann ich in die Zukunft gucken, man weiß es nicht, oder sie ist bereits Geschichte. Das wird sich noch zeigen. Hinten hat es geleuchtet. Hallo? Kamera? Hannah! Kann die nicht rennen, ey? Meine, wow! War ein Drache oder so, ich hab's gesehen. Was steht da hinten? Stand da was? Hannah. Hallo? Ach, Hannah. Hannah. Oh mein Gott, du bist ja am Erfrieren. Hier, nimm meine Jacke. Ich bin so ein Idiot. Ich bin so dumm. Ja, hast du recht. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Lauf, 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 lauf. Seid ihr bescheuert, lauft. Boah, Mädels, ey. Na toll, na toll. Nicht rennen, bleib zusammen. Abgrund, würde ich sagen, ne? Joa. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Ich hab bestimmt ein schönes Quicktime-Event. Oh, Alter! Genau, nimm die Hand! Hannah festhalten, loslassen, Hannah festhalten. Hannah festhalten. Wenn, dann sterben wir beide. Oh. Hat nicht so geklappt. Oh, nein! Sie sind beide Geschichte. Scheiße. Nein, nicht ganz, okay. Vielleicht überlebt sie noch. Oh. Ja. Ich glaube, das hat sie erledigt mit Hannah und Beth. Der Psychoanalytiker. Bevor wir beginnen, sind da ein paar Dinge, von denen ich sicher gehen muss, dass du sie auch verstanden hast. Also niemand kann ändern, den kenne ich, was da passiert ist. Komm, aus irgendeinem Film bekannt vor. Das musst du akzeptieren, um weitermachen zu können. Aber diese Einsicht bringt Freiheit mit sich. Jede Entscheidung und alles, was du ab jetzt tust, öffnet Türen in die Zukunft. Ich möchte, dass du daran denkst. Bitte denke immer daran, während deines Spiels. Jede einzelne Entscheidung beeinflusst dein Schicksal und das aller anderen. Also, du hast dich entschlossen und startest... Prison Break Abonacci. Oder Fabonacci, oder wie der Typ hieß. Und ich werde dir dabei helfen.
Nur mal so reingeworfen. Googelt mal nach. Manchmal. Die Ähnlichkeit wird verblüffend sein. Manchmal können diese Dinge ein wenig gruselig, sogar erschreckend sein. Aber ich werde dir dabei helfen, egal wie grauenerregend es werden mag. Du wirst deinen Weg dadurch schon finden. Hm? Okay. Wir fangen mit einer einfachen Übung an. Nimmst du dir bitte diese Karte? Na sicher, mein Herr. Und siehst dir das Bild auf der anderen Seite an und sag mir, was du dabei fühlst. Es ist unerlässlich, dass du ehrlich antwortest, um aus diesem Erlebnis alles herauszuholen. Boah, Alter. Dein Geschwafel geht mir jetzt schon auf den Sack. Ich denke mal, wir sind jetzt der Killer hier. Vermute ich mal. Nimm das wieder in die Arme. Achso. Und wow. Also, wir sehen eine Vogelscheuche, ein Haus in einem Maisfeld, würde ich sagen. So, Dead by Daylight. Gucken, ob wir das zur Auswahl haben. Was hat dieses Bild in dir ausgelöst? Und Unbehagen. Ich bin glücklich, ich bin nervös. Ja. Okay, Ehrlichkeit ist gut. Und was daran macht dich denn nervös? Du, verdammt. Die Vogelscheuche. Ich verstehe, verstehe. Sagen wir, die Vogelscheuche wäre nicht da. Wärst du dann bereit, allein dort zu bleiben für einen gewissen Zeitraum? Für eine Woche, zum Beispiel. Klar. Ja. Ich habe quasi im Spiel mitgearbeitet, ne? Der weiß direkt, was ich sagen möchte. Oder er hört zu. Kann auch sein. Er weiß nicht. Dass es in der Hütte spukt. Ich habe das Spiel noch nie gespielt, kein Scheiß. Wäre mir egal, ich hätte Angst. Aber ich weiß nicht, so real gesehen, wenn ich wüsste, wenn mir jemand sagen würde, okay, du musst da oder du kannst da schlafen, aber spukt halt, ne? Ich müsste alleine sein. Also, ich glaube, ganz wohl wäre mir dabei nicht. Also, ich gehe einfach mal auf, ich hätte Angst. Ah, okay, okay. Ich sehe, du leidest unter einer sehr starken Angst vor dem Übernatürlichen. Sehr stark nicht, verborgen aber... hinter dem Schleier des Todes ist letzten Endes das absolute Unbekannte. Meinst du nicht? Und was wäre mehr Grund zur Furcht als die Schrecken der Unsicherheit? Dein Blick, verdammt, dein Blick. Bitte denk immer dran. Dies ist nur ein Spiel. Ja, ist das für ein Typ? Guck dir das Bild im Hintergrund an. Ach, macht nur mehr Angst. Um für diese Sitzung. Wir sprechen uns bald wieder. Okay?